Wieso gehst du mal Triforce auf Gangplank und No Way Prowlers oder Eclipse? Zumindest in Korea hat Freddy immer gesagt, dass er weiß, dass Triforce besser ist, aber er es nicht spielen möchte, weil er seinem Playstyle nicht passt und er nicht adaptieren möchte und er einfach auch diesen Midlane-Playstyle mit Prowlers Claw halt besser findet und diesen Burst-Style, aber er spielt auch sehr viel Gangplank Toplane. Red Erik sagt ja auch selbst, dass er einfach greedy baut. Genau, das war immer was Freddy auch meinte, dass er weiß, dass es bad ist, aber ihm es halt besser gefällt, sein Playstyle liegt. Genau, alles in die Richtung halt. Ist die Masse denn immer richtig? Kommt darauf an, über was wir reden. So die allgemeine Meinung zu einem Thema, wo Leute keine Experten sind, ist meistens ziemlich useless. Aber bei dem hier, da liegen auch Pro-Player bei Buildpuffs nicht immer richtig, keine Frage. Aber es ist aber immer wahrscheinlicher, dass Experten für das Game, Experten für Top-Lane, Experten für Gangplank die richtige Entscheidung treffen. Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nicht, wenn du LS fragst. Ja, aber LS ist sehr, sehr delusional und sehr, sehr schwarz und weiß die ganze Zeit. Und es hat mich schon immer an ihm genervt. Ich fand, er hat einen tollen Job gemacht, Leute zum Nachdenken aufzufordern. Denn es gab eine Zeit, bevor es auf jeder Rolle 50 Coaches gab. Da war LS sehr, sehr notwendig. Das sollte über Buildpuffs nachdenken. Weil es gab eine Zeit, wo einfach ein Coach da war. Und mittlerweile gibt es ja Coaches, die für dich Item-Builds ausrechnen. Da gab es dieses berühmte Beispiel von Sneaky in C9 damals. Aber ich erinnere mich auch so an Momente mit LS, wo er einfach Grabs flamed als kompletten Idioten und was auch immer, weil er irgendeinen Champion gepickt hat, den LS für nicht gut hält. Und wenn du LS-Z-Tier, Broken-Tier-Liste anguckt, da liegt er immer mit 90% falsch, der Champions, die hat. Und dann, wenn ein Champion dabei ist, wo er actually predicted hat, dass er gut sein könnte, der gespielt wird, dann reitet das sein Twitch-Chat aber so, also zelebriert ihr das für Monate, wenn der einmal richtig gelegen hat. Also das ist schon eine sehr toxische Kultur, die sich da teilweise entwickelt. Und vor allem zu dem Zeitpunkt war Grabs nicht nur der erfolgreichste westliche Coach aller Zeiten, aber auch G2 war das beste Team der Welt zu dem Zeitpunkt, so 2019 Sommer, wo sie MSI gewonnen haben und generell extrem dominiert haben, SKT besiegt, Team Liquid gestompt im 3-0 richtig fast und zu dem Zeitpunkt, es war einfach sehr, sehr weird. Wenn man seinen Namen quasi eingibt, kommen ja seine beiden Items. Haben sie für niemand anderen gemacht, ne? Nicht mal für Faker. Oder für Tyler One oder so. Oder für Tolkien mit Kyle. Aber für Tyler One, ich meine, das ist doch der größte Content Creator für League of Legends aller Zeiten, ne? Aber ist schon ein krasses Ding, ihn so zu verewigen. Das hat niemand anderes, right? Nicht die größten Legenden des Games, aber er schon. Viele Mordekaiser Games waren jetzt schon. Oh, stimmt, wir spielen der Mordekaiser. Zählt das für die A bis Z Challenge? Ja, zählt. Right? Er ist ja actually dran gerade. Ich hab's voll vergessen. Ich wollte aber Mordekaiser spielen. Doesn't matter. Oh, no. Warum flasht er nicht? Smite? Flashe? Mach irgendwas? Like, what the fuck? Einfach sterben. Double Buff geben. Und dann ping. Aber sie gibt einfach Double Buff und pingt dann. Ey, Jungler. Gibt jetzt einfach, um einen Punkt zu proven? Oder was ist ihr Call hier? Oh Gott, League of Legends, was ich jetzt schon wieder lese. Cool, ich bin also jetzt komplett fucked. Game ist sehr, sehr doomed. Wie ist Mordor gegen Camille? Matchup ist gut für Mordekaiser auf Level 6. Early Game gewinnt Camille. Divine Thunder, guter Powerspike für Camille. Meistens verliert der Mordekaiser auf Divine Thunder Powerspike, weil Camille dazu insane mit Skate. Aber ja, Level 1 gewinnt Camille immer. Also, hat einfach Push wegen ihres Keystones. Schade, Mann. Wenn der Minion nicht mitgelaufen wäre, dann hätte ich sie gekillt, weil meine Q isoliert gewesen wäre, ne? Ich würde mich A mehr hier mit Conqueror und ich würde B, einfach mehr Damage machen. Aber sehr nice. Wir töten Camille im Death Realm und haben vor allem auch den Minion noch gekillt für Level 6 Power Spike. War der richtige Play. Ist es ihr Ernst? Jetzt bin ich daran schuld. Sie ist komplett. Sie hat gerade literally runtergerannt. Ist auch egal. Wir spielen unsere Lane. Ich glaube, ich sollte einen Fight versuchen zu nehmen und dann einfach die Qiyana ulten. Möglichst so, dass sie kein Busch im Deathrealm ist. Ja, yeah, I mean. Da habe ich in dem Trade aber komplett aus Maul bekommen. Ich habe nicht mehr ihren Magic Damage Shield wegbekommen. Jetzt sind mit der zweiten Q rein. Oh, Pike ist hier. Qiyana ist auch hier.
Alter, ich bin jetzt sehr, sehr fett. I mean, I don't know what happens, honestly. Aber okay, I mean, du wolltest mich zu dritt töten. Ja, ich habe 4 von 5 Kills. Wird sehr hart zu carryen dieses Game, aber ist nicht unmöglich. Weiß nicht, ob ihr Plays ohne mich suchen sollte, Team. Oh mein Gott, meine 05 Evan hat einen Solo-Kick geholt. Let's go. Das wird gleich von Camille geht. In 3, 2, 1. Oh, leider in die falsche Richtung geht. Sonst wäre meine Ansage korrekt gewesen. Ich bin unkillable hier oben. Die können mich jetzt nicht mal 1 gegen 3 töten, wenn ich Ult habe. No way. For you, sir. Ja, genau so muss ich meine Spells ulten. Damit sie nicht Damage nehmen. Denn sie hat sowohl meine E als auch meine Q geultet. Aber ich konnte es halt nicht anders spielen. Aber es war mir auch egal, ob sie... Ich wollte bloß, dass sie es benutzt. Aber ihr seht, ne? Der Weinstander hier war absolut illegal. Sie hat sich so insane hochgeheilt. Item ist so broken nach wie vor. Wird aber nächsten Patch genervt. Ich hab keine Ult. Oh, ein Arrow geflogen. Kein Arrow. Schlecht, wenn sie den Krieg kriegt. Ich bin stark genug. Sie sollen gerne mein Top-Turret verlieren, eigentlich. Aber, I mean, sie wird dafür gehen, sie hat kein TP. Sollte nirgendwo anders sein. What? Wie kann man so einen Arrow missen, Bruder? Hat Double Bomb jetzt Gis bekommen? Muss sie hochdodgen? Nice. Ich hab Sonne erst. Sehr bad. Ich hätte nicht reingehen dürfen, nachdem er flasht. Kann natürlich trotzdem jemanden killen, wenn er komplett grieft, aber Kiana Busch hat oder sowas oder Pike einfach sein W hält, dann ist immer sehr, sehr hart, hier zu killen. Ja. Ich kann die nicht ulten. Hätte gemiss time, geil. Ja, ich kann trotzdem nichts tun. Mein Champion zack gegen deren Komp. Das ist immer Mordekaisers großes Problem. Er kann nicht wirklich teamfighten. Werde ich sagen, Chance. Kurz 1000 Leben weggequeued. Ich hätte nicht so verdammt, mich zu diven. Kurz oder lang. Wieder kurz 100 Leben weggequeued. Boah, die Saison erst in die Q. Ist leider sehr schlecht, mein Champion. Scheiße, ich denke, dass ich den Kill bekomme. Hilfe! Das sind 8. Ich habe aktuell keine Seelen-Ults. Might be playable, right? Bitte hab keine Wand über die Ehen, keine gute Ult von mir. Warum stoppt mich das trotzdem? Nicht so bad, noch nicht so bad. Das war das Beste, was ich tun konnte. Und sie haben Gold für Evelyn. Ist immer gut, wenn andere Shutdowns bekommen. Noch Sonnas, right? Guess not. Wenn wir Drake wollen haben, würden, gerne. Richtig, richtig. Geil. Das war doch beautiful. Ich bin immer noch sehr useless im Teamfight. Wir brauchen. Also, die Gegner sind da literally reingejumpt, aber wir konnten sie einfach von free hitten. Gerade Camille. Wenn sie nicht so spielt, ist es so viel härter, aber ja, wenn sie grief. Ich kann euch nicht retten vor Camille, die ultet einfach.
Oh, hier ist es mittlerweile. Cool. Like, er ist einfach unbelievable, dieser Evelyn. GG. Sauber. Absolut geil. Keine andere Wahl. Wurde gerade gepeilguckt und Camille ultet. Ich hab noch Kürbis bekommen, wie terrible von mir. Er ist einfach im Punkt gestorben. Ja, der mein Zander hier zu viel, das kann ich nicht spielen. Hätte die Q-Zone essen müssen, dann würde sie sich nicht so viel heilen. Wäre der einzige Weg, das zu spielen, mein Bad. Item ist einfach zu unbalanced. 11.555 Schaden und 8k geheilt. Next time hit wave, Alter, sie flamet mich dafür, sie ist so ein crazy Gamer. Echt krass, dass wir so einen Scap zurückgefunden haben, nachdem was unser Jungler getan hat. Oh mein Gott, imagine, eine Camille hat Level 1 Pyro, sie spielt Dorans Blade und Grasp. Na gut, it do be like that sometimes. Das Leben ist rough. Nächsten Patch wird Divine Thunder genervt. Ab dann sind alle möglichen Tank- und Juggernaut-Matchups einfach viel besser gegen Camille. Nächster Patch sieht eigentlich ziemlich gut aus für alle Juggernauts und Tanks.